Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben den Gesetzentwurf natürlich intensiv gelesen. Ich habe ihn wirklich studiert, bin auch ehemaliger Polizist, natürlich ein hochinteressantes Thema. Es gibt ein paar handwerkliche Mängel, gar nicht so wenige. Da gehen wahrscheinlich meine Kollegen gebührenfrei nachher noch drauf ein. Ich wollte eher ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu der Idee machen, weil Umgang mit Beschwerden von Bürgern oder Umgang mit internen Beschwerden natürlich ein sehr relevantes Thema ist. Das gestehe ich zu. Deshalb drei Punkte. Punkt 1, der Wehrbeauftragte, Frau Mihalic. Sie haben gerade eben gesagt, wir brauchen eine Kontrolle des Gewaltmonopols und haben den Vergleich ständig mit dem Wehrbeauftragten gezogen. Der hatte eine völlig andere Funktion und das hat er auch heute noch. Der Wehrbeauftragte ist aus einer Innenperspektive heraus eingerichtet worden, sozusagen als Anwalt der Soldatinnen und Soldaten, die verpflichtend Wehrdienst leisten mussten, ob sie wollten oder nicht. Und das ist das, was nach innen gerichtet war. Der Wehrbeauftragte nimmt überhaupt keine externen Beschwerden zur Kenntnis. Das ist gar nicht seine Aufgabe. Deswegen hinkt dieser Vergleich aus meiner Sicht völlig. Er ist fast irreführend. Das ist kein gutes Argument. Zweitens, dann musst du dir die Frage stellen, wenn man so einen Polizeibeauftragten jetzt untersucht, brauchen wir den? Und was gibt es schon an Beauftragten? Das habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht, rauszusuchen. Erstens, die Personalvertretung. 7 Tage die Woche, 24 Stunden ansprechbar. So habe ich es auch selbst erlebt. Ihre Nähe, die Sie selbst gerne beschreiben, zu der führenden Gewerkschaft der Bundespolizei nach den letzten Wahlen, ist doch so, dass ich nicht verstehe, warum Sie da so misstrauisch sind, dass die diesen Auftrag nicht wahrnehmen können. Die glauben jedenfalls, dass sie das sehr gut könnten. Zweitens, der Dienstweg mit dem Remonstrationsrecht. Drittens, der Beschwerdeweg, der heute in allen Bundespolizeibehörden an einer Beschwerdestelle endet, die da auch eingerichtet ist. Viertens, Petitionsausschuss. Ich vermute, Günter Baumann wird dazu etwas sagen. Oder Ausschüsse, die gibt es ja in Land und Bund. Die Innenrevision, die heute jede Behörde selbstverständlich hat. Der sozialmedizinische Dienst. Siebtens, die katholische und evangelische Seelsorge, die es in der Bundespolizei sehr breit sogar gibt. Achtens, die Gleichstellungsbeauftragte. Neuntens, die Beauftragte für gleichgeschlechtliche Lebenspartner oder Lebensweisen. Und zehntens, die Bundespolizei hat 2015 eine Vertrauensstelle eingerichtet, exklusiv für die Bearbeitung interner und externer Beschwerden. Frage, braucht es jetzt einen 11. Beauftragten oder brauchen wir eher einen Lotsen, um bei den 10 schon durchzublicken? Ich mag mich gar nicht in die Rolle eines Präsidenten versetzen, wie der das managt. Deswegen Punkt 3, Blick in die Realität hilft immer. Unter 200 Beschwerden pro Jahr entnehme ich auch Ihrem Antrag. Ich nehme jetzt bewusst die Anzahl aus Ihrem Antrag. Ich glaube, 185 haben Sie geschrieben. Einigen wir uns auf unter 200 Beschwerden pro Jahr bei der Bundespolizei. Bei, jetzt nehme ich auch wieder eine für Sie günstige Zahl, 2,5 Millionen Kontrollen, wo in jedem Fall ein Bürger betroffen ist. Es gibt weit mehr Dinge, wo der Bürger betroffen ist. Aber wenn Sie ins Verhältnis setzen, wie die Profis es tun, 200 Beschwerden bei 2,5 Millionen Bürgerkontakten, dann kommen Sie auf eine Zahl von 0,00014% Beschwerden. Darüber wäre jede Organisation in Deutschland begeistert, wenn sie eine solche Beschwerdequote hätte. Ein unglaublich guter Wert. Und die vor einem Jahr eingerichtete Vertrauensstelle bei der Bundespolizei, da machen wir mal einen kurzen Test, hat bis jetzt 40 Fälle, Sie haben nicht Unrecht mit dieser Diskussion, 40 Fälle bekommen, 10 davon mit strafrechtlicher Relevanz, einige davon mit disziplinaren Folgemaßnahmen. Auch das hat sich bereits bewährt. Und deshalb mein Fazit. Im Ziel sind wir uns einig. Bürgernahe Polizei, rechtskonforme, hohe Qualität, vor allem bei Eingriffen. Im Weg sind wir uns nicht einig. Vielleicht kann man auch sagen, noch nicht einig. Wir haben keinen Beschwerdenotstand. Wir haben keine überbordenden Missstände in den Behörden. Wir haben eher das Gegenteil. Und trotzdem sage ich, wählen Sie den Weg eher des Misstrauens. Ich zitiere mal aus Ihrem Text.
Zitat, gerade in angespannten Situationen kann es dazu kommen, dass im Bürgerkontakt gesetzliche Grenzen überschritten, unverhältnismäßige Gewalt ausgeübt, Menschenrechte verletzt oder einzelne Bürger häufig im öffentlichen Raum diskriminiert und unangemessen behandelt werden. Zitat Ende. Ich würde Ihnen gerade in dieser Zeit nicht empfehlen, so über Polizeibeamte in Deutschland gerade jetzt zu reden. Die haben gerade jetzt, auch angesichts dieser tiefen Beschwerdezahlen, viel mehr Vertrauen verdient und viel mehr Zuspruch, gerade aus diesem Haus heraus. Und deswegen wähle ich eigentlich lieber den Weg des Vertrauens. Und jetzt muss ich fachlich werden. Ich will gar nicht politisch argumentieren. Qualität wollen Sie. Sind wir uns sowas von einig, können Sie sich gar nicht vorstellen. Qualität erzeugt man immer von innen heraus. Qualität kannst du nie von außen erprüfen. Und deshalb lassen Sie uns die 2 Millionen, die das kostet, die Sie in Ihrem Gesetz drinstehen haben, lieber darin investieren, dass unsere Behörden aus ihrer inneren Kraft sich so aufstellen, dass Beschwerden von Bürgern und Beschwerden von Polizeibeamten in den Arbeitsprozessen der Behörden systematisch und professionell behandelt werden. Ich sage Ihnen auch, wo ich ein Gap sehe, also eine Lücke sehe. Wir haben noch keine Beschwerdestimulation, richtig. Das ist ein Prozessschritt, der fehlt. Wie stimuliere ich eigentlich so, dass Bürger sich beschweren? Aber ich möchte, dass die Behörden das selbst tun. Und ich möchte es nicht von Fremden gemacht haben. Das erzeugt nicht mehr Qualität. Deswegen lehnen wir den Gesetzentwurf ab, finden aber die Diskussion, die Sie damit angestoßen haben, von mir aus gerne öfter richtig. Wir müssen in jedem Fall die Kontrolle darüber behalten, wie sieht es mit den Beschwerden aus. Es sieht aber gut aus, weil sie so gering sind. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Frank Tempel, Fraktion Die Linke.